Sie betteln um einen guten Listenplatz. Die kleine WASG bei der großen PDS. Delegiertenkonferenz der PDS in Berlin am vergangenen Wochenende. Die Kandidaten der WASG für den Bundestag stehen abseits. Mitstimmen dürfen sie nicht. Auf einen aussichtsreichen Listenplatz werden sie auch nicht gewählt. Die PDS alleine gibt die Richtung vor, zeigt den Politneulingen aus dem Westen, wer das Sagen hat. Ich verstehe, dass es innerhalb der WASG Fragen gibt und dass dort der ein oder andere sich mehr gewünscht hätte. So ist das eben im Leben. Aber wir müssen auch die Kräfteverhältnisse berücksichtigen. PDS hat 10.000 Mitglieder, die WASG 600. Und das spiegelt sich eben auch bei Veranstaltungen wie der heutigen wieder. Von den wahren Machtverhältnissen wollen diese beiden Herren hier nicht reden. Auch nicht von den Querelen an der Basis. Ihnen geht es um mehr. Sie haben einen Plan. Den Plan für eine neue Linke. Wir haben viel vor. Wir wollen das politische Spektrum Deutschlands um eine Kraft links von der Sozialdemokratie, die Akzeptanz findet, von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern erweitern. Und um ans Ziel zu kommen, benutzen beide das gleiche Werkzeug. Die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, kurz WASG. In Düsseldorf treffen wir 5 Gründungsmitglieder der WASG. Alle wollten eine neue Politik links von der schröderschen Sozialdemokratie. Heute fühlen sie sich missbraucht für die Verwirklichung der Träume von Lafontaine und der PDS. Weil wir praktisch mit einer feindlichen Übernahme der PDS schon übernommen worden sind und die meisten Mitglieder bei uns und insbesondere der Wähler hat es noch gar nicht bemerkt. Um eine Orientierungshilfe für den Wähler zu geben, kann ich nur sagen, wir werden hier alle über den Tisch gezogen. Also ich denke, dass Herr Lafontaine die WASG ganz klar als Abschussbasis für eine Karriere in der Stratosphäre des Bundestages in Neuauflage genutzt hat. Es tut dem einen oder anderen schon ganz massiv weh, zu sehen, dass die PDS jetzt offensichtlich Gedankengut und politische Vorstellungen transportieren kann, die sie 15 Jahre lang dem Bürger West nicht hat vermitteln können und jetzt auf dem Ticket der WASG versucht, in dieser Formation rüberzubringen. Das Neue an dem Linksprojekt ist erst einmal der Jubel bei der PDS, wie hier in Essen. Mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine und unter neuem Namen winkt der Regionalpartei Ost der Aufstieg aus dem Jammertal West. Nur 0,9% in NRW bei der Landtagswahl im Mai. Jetzt hoffen 9 PDS-Kandidaten auf ein Mandat in Berlin. Doch weil das unter dem alten Namen nie funktioniert hat, beschließt die PDS, dem Wähler auf dem Wahlzettel den Namen PDS nicht zuzumuten. Dort soll nur noch Die Linke stehen. Selbst für einige Parteimitglieder riecht das nach Etikettenschwindel. Seien wir doch ehrlich und lassen diesen Namen PDS drin und sagen der Wählerin, dem Wähler, wie es ist. Es ist eine offene Liste der PDS. Es ist hier kein Fusionsprojekt. Täuscht man die Wähler damit nicht, wenn man nicht mehr PDS draufschreibt, wenn der PDS drin ist? Man will vielleicht auf diese Art und Weise 2-3% mehr Stimmen erzielen, aber ich meine, es ist ehrlicher, dieses Zeichen PDS zu behalten, damit jeder weiß, woran er ist. Warum haben Sie das PDS-Kürzel weggelassen? Weil es einen ausdrücklichen Wunsch auch aus der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit gab und ich das auch gut verstehen kann, dass Herr Lafontaine nicht unter dem Kürzel PDS kandidieren will. Daher aber es ist nach wie vor PDS drin, oder? Unser Programm haben wir nicht geändert, das werden Sie ja bemerkt haben bei der Abstimmung. Neuer Name für ein altes Programm. Wer Oskar wählt, wählt also PDS. Eine Frage drängt sich da auf. Sie sind jetzt Spitzenkandidat der PDS hier in Nordrhein-Westfalen. Warum sind Sie nicht gleich in die PDS eingetreten? Ihre Frage ist schon falsch, deshalb gebe ich noch keine Antwort. Warum die Frage falsch ist, erklärt er uns nicht und verschwindet. Ein paar Tage später in Saarbrücken, hier im Wahlkreis, will sich Oskar Lafontaine zum Direktkandidaten wählen lassen. Und zwar nicht als unabhängiger Kandidat, sondern erneut als Kandidat der umbenannten PDS. Warum, will er wieder nicht sagen. Herr Lafontaine, warum haben Sie ein solches Problem damit zuzugeben, dass Sie für die PDS hier kandidieren? Sie haben wohl immer nicht, Sie können nicht lesen. Das ist die umbenannte PDS. Klar, die PDS heißt jetzt im Saarland Die Linke. Doch am Programm hat sich auch hier selbstverständlich nichts geändert. Und mit den Zielen dieses Programms hat Lafontaine offenbar keine Schwierigkeiten. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung, die den Menschen nach meinem Verständnis der Wirtschaft unterordnet. Deshalb muss der Kapitalismus reformiert und überwunden werden. Und eine solche Gesellschaftsordnung nennen wir eine Gesellschaft, die dem demokratischen Sozialismus verpflichtet ist. Den Kapitalismus überwinden und dem demokratischen Sozialismus verpflichtet. Das ist PDS pur. Das freut die 11 PDS-Mitglieder, die gekommen sind, um wunschgemäß den neuen Frontmann an die Spitze zu wählen. Denn für den Kreisverband ihrer Splitterpartei ist Lafontaine
ein Geschenk des Himmels. Was bedeutet es für Sie, dass Oskar Lafontaine jetzt für Sie kandidiert? Es bedeutet für die Linke hier in der Saar natürlich ein enormer Auftrieb. 1,4 nach den neuesten Umfragen auf 20% ist natürlich eine Zahl, die wir uns als PDS an der Saar in den nächsten 5 Jahren noch nicht erträumt hätten. Ein Traum, den die Vordenker der PDS in der Rosa-Luxemburg-Stiftung schon längere Zeit träumen. In einem Papier aus dem Jahr 2003 wird zur Rettung der PDS eine Doppelstrategie vorgeschlagen. Sie müsse einerseits ihre Position als Volkspartei im Osten weiter ausbauen. Um langfristig zu überleben, müsse sie darüber hinaus Teil einer neuen, bundesweiten parteipolitischen Formation werden. Dabei aber solle jeder Anschein einer Fernsteuerung dieser Struktur durch die PDS vermieden werden. Wir fragen Gregor Gysi nach dieser Doppelstrategie, doch auch er weicht lieber aus. Wir haken nach. Das steht so wörtlich in einem Strategiepapier der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das überschrieben ist, wie ist die PDS zu retten oder ist die PDS zu retten. Insofern müsste Ihnen das eigentlich geläufig sein. Nur dazu, erstens kenne ich dieses Papier nicht und zweitens ist es völlig legitim, in der Stiftung kann jeder jedes Papier veröffentlichen und jeder seine Sorgen haben. Wissen Sie, ich kenne doch die Ängste aus meiner Partei, dass sie an Identität verlieren. Das war schon bei der Namensgebung. Das ist erst recht später so. Dazu gibt es dann Leute wie mich, um solche Ängste abzubauen. Und gehen Sie mal davon aus, das wird mir gelingen. Ausgerechnet Gregor Gysi will dieses Papier nicht kennen. Die Schriftstellerin und Historikerin Rita Kuczynski kennt Gysi und seine Träume noch aus DDR-Zeiten. Für sie gibt es eine Traditionslinie von der SED über die PDS zur Linkspartei mit dem Ziel, die Linke in Ost und West zu vereinigen. Wenn man sich die Zielstrebigkeit von Gysi anguckt, eine nationale Partei zu werden, hat er sehr stringent und geradlinig gearbeitet. Kein neues Projekt, sondern die PDS mit neuem Namen und einem Spitzenkandidaten aus dem Westen, der seine neue politische Heimat nicht beim Namen nennen mag. Warum sind Sie nicht in die PDS eingetreten? Sehen Sie, ich sage das zum Verständnis der übrigen Kolleginnen und Kollegen, Sie beschäftigen mich nun mit dieser Frage schon zum wiederholten Male. Sie wollen einen Film machen für Frontal und dieser Film steht fest, der heißt, die PDS ändert sich nie und es ist nur die PDS, die kandidiert und alle kandidieren auf dem Ticket der PDS. So, das haben Sie im Kopf und sonst haben Sie nichts im Kopf und so sind Ihre Fragen zu erklären. Stimmt genau. Denn es geht schließlich um Klarheit für die Wähler bei der kommenden Bundestagswahl. Die müssen wissen, wer und was sich hinter dem Etikett Linkspartei verbirgt. Leipzig heute Abend, Montagsdemonstration. Oskar Lafontaine unterwegs als prominenter Kämpfer gegen den Reformkurs oder doch eher als Kämpfer in eigener Sache. Egal, der Medienrummel tut immer gut und gegen Hartz IV zu wettern, kommt an in diesen Tagen. Die jetzige Reformpolitik ist aber für die breite Mehrheit des Volkes nichts als eine Verschlechterung ihrer Lebenslage. Deswegen verdient sie das Wort Reform nicht. Oskar der Mahner, Oskar das linke Gewissen der Sozialdemokraten, Oskar, der nicht will, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer armer werden. Die Rolle spielt er gut und sie wird ihm abgenommen. Weil er das, was er sagt, überlegt ist und sehr sachlich ist und an und für sich für mich Hand und Fuß hat. Ich freue mich, dass er heute hier an der Demonstration mit teilnimmt und dass er dann auch zu uns sprechen wird und uns Alternativen aufzeichnen wird zu Hartz IV. Doch es gibt ein paar politische Weggefährten, die nehmen ihm seinen Auftritt als Frontmann gegen Hartz IV nicht ab. Nur zu gut haben sie noch ganz andere Töne von Oskar Lafontaine im Ohr. Wenn man daran denkt, dass Oskar Lafontaine noch als Parteivorsitzender im Jahre 1998 Vorschläge auf dem Parteitag vorgetragen hat, die in die Richtung dessen weisen, was jetzt über Hartz IV realisiert wird, eigentlich sogar noch darüber hinausgehen, dann ist es schon etwas seltsam, um nicht zu sagen opportunistisch. Rückblick, Oktober 98. Damals, als den Kanzler und den ehemaligen Parteichef nach dem Wahlsieg noch eine wahre Männerfreundschaft verband. Auf diesem Sonderparteitag gab Oskar Lafontaine den radikalen Modernisierer, einer, der den Sozialstaat auf das Notwendigste reduzieren wollte. Und ich lade die Partei und die Gewerkschaften ein, darüber nachzudenken, ob wir nicht auch bei der Arbeitslosenversicherung Korrekturbedarf haben. Ob nicht hier auch eher der Fall gegeben ist, nach dem Sozialstaatsprinzip vorzugehen, statt nach dem Prinzip der Versicherungsleistung. Wir wollen, dass der Sozialstaat seine Leistungen auf die wirklich Bedürftigen konzentriert.
Wie bitte? Was hatte der damalige Bundesfinanzminister da vorgeschlagen? Blankes Entsetzen bei Gewerkschaftern und Parteitagsdelegierten. Wir waren maßlos überrascht, aber auch enttäuscht und verbittert, weil Oskar Lafontaine ja nicht ein Hinterbänkler war, sondern Parteivorsitzender. Und im Wahlkampf 1998 vor den Bundestagswahlen mit keiner Silbe hat durchblicken lassen, dass er wenige Wochen nach der Wahl plötzlich mit Vorschlägen an die Öffentlichkeit tritt, die das Sozialstaatsprinzip, wenn man so will, auf den Kopf stellen wollten. Denn anders als heute bei Hartz IV setzte Oskar Lafontaine nicht erst bei der Arbeitslosenhilfe, sondern bereits beim Arbeitslosengeld an. Was er gemacht hat, ist, dass er das, was bei Hartz IV geschehen wird, auf die gesamte Versorgung für den Fall der Arbeitslosigkeit ausgedehnt wissen wollte. Auch die ersten 12 Monate oder 18 Monate, was immer wir heute haben, sollte schon nicht versichert sein, sondern die Menschen sollten nur unter der Voraussetzung, dass sie bedürftig sind, vom ersten Tag der Arbeitslosigkeit versorgt werden. Und insofern war das eine noch härtere Version als das, was wir jetzt am 1. Januar bekommen werden. In einem Spiegel-Interview setzte Lafontaine noch einen drauf, mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung. Zitat: Habe ich gesagt, dass es viele Fälle gibt, in denen jemand hohes Arbeitslosengeld bezieht, obwohl Familieneinkommen und Vermögen da sind. Und ich frage nun, ob der Sozialstaat nicht besser so konstruiert sein sollte, dass nur die Bedürftigen Nutznießer des Sozialstaates sind. Im Klartext, Oskar Lafontaine wollte, dass nur noch wirklich Bedürftige staatliche Leistungen beziehen dürfen. Und hinter Bedürftigkeit verbirgt sich nichts anderes als Sozialhilfeniveau. Das ist genau das Niveau. Jeder, der nicht in der Lage ist, aus eigenem Vermögen oder durch einen Partner oder wie auch immer, wenigstens einen Unterhalt in Höhe des Sozialhilfeniveaus aus eigener Kraft bereitzustellen, der hat Anspruch darauf, dass das Gemeinwesen ihm in diesem Umfang hilft. Und das ist genau die Grenze, die auch er angesprochen hat. Fassen wir nochmal zusammen. Wer keinen wohlhabenden Partner oder Vermögen hat, der hätte nach den Plänen des ehemaligen SPD-Chefs mit dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit lediglich den Sozialhilfesatz bekommen. Bleibt nur noch die Frage, warum Oskar Lafontaine das so plötzlich vergessen hat. Er hat diese radikalen Forderungen aufgestellt, wahrscheinlich nicht, weil er davon tief überzeugt war, sondern weil es für einen Finanzminister passte und er dadurch mehr als der Kanzler im Mittelpunkt des Interesses stand. Und jetzt steht er im Mittelpunkt des Interesses, indem er das Gegenteil vertritt. Und ich fürchte, er merkt das gar nicht, wie sehr er hier eben nicht von der Sache her, sondern von seinen narzisstischen Bedürfnissen und Verletzungen her reagiert. Berlin vor 2 Tagen. Siegesstimmung beim Bundesparteitag der Neuen Linken. Demonstrative Einheit von Genossen Ost und Linken West mit den Gajonsfiguren Gysi und Lafontaine. Die erste gesamtdeutsche Linkspartei, angeblich gleichberechtigt aus PDS und WASG. Doch führende Gründungsmitglieder der WASG fühlen sich getäuscht. Es ist kein gleichberechtigtes Bündnis. Der Begriff feindliche Übernahme, der passt, der ist genau richtig. Da ist eigentlich 100% PDS drin und 0% WASG. Vor 4 Wochen bekommen wir diese vertraulichen Papiere der WASG zugespielt. Der Inhalt hochbrisant, schwere Vorwürfe gegen die PDS. Von Verschleierungstaktiken ist da die Rede. Die WASG sei vor allem eine Erfindung von SED-PDS-Altgenossen, strategisch langfristig eingefädelt. Stimmt das? Wir beginnen zu recherchieren. Bundestagswahl 2002. Die PDS ist als Fraktion aus dem Parlament geflogen. Es herrscht Panik bei den Genossen. Die Partei steht damit vor dem Abgrund, personell, finanziell und konzeptionell. Vor allem im Westen bekommen die Genossen auch nach 12 Jahren Einheit keinen Fuß auf die Erde. Es ist die Stunde der Strategen wie André Brie, Intimus von Gregor Gysi, Vordenker der Genossen, einst Stasi-EM, heute PDS-Abgeordneter im Europaparlament. Brie, sein Bruder Michael und Mitarbeiter der PDS-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung entwerfen diverse Strategiepapiere. Kern der Überlegungen: Die PDS benötigt eine Frischzellenkur. Um das linke Wählerpotenzial in den alten Ländern auszuschöpfen, braucht man eine Organisation im Westen. Die muss scheinbar unabhängig von den Ostseilschaften agieren,
und soll damit 10-20% Wählerstimmen West einfangen. Zitat: Es wären Strukturen zu schaffen, die öffentliche Entscheidungsprozesse erlauben und jeden Anschein einer einseitigen Instrumentalisierung und Fernsteuerung dieser Struktur durch die PDS oder andere Gruppen verhindert. Im Klartext: Die WASG ist demnach teilweise von Anfang an als ferngesteuerte Tarnorganisation der PDS missbraucht worden. Wir treffen Joachim Gauck, den Analytiker von kommunistischen Geheimstrategien. Als Chef der nach ihm benannten Behörde war er verantwortlich für die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Es sieht doch alles sehr stark danach aus, als hätte die PDS in guter alter SED-Tradition die Finger ausgestreckt und so etwas wie eine Frontorganisation sich geschaffen. Sommer 2004. Die WASG wird als Verein gegründet, einige Monate später als Partei. Ein trojanisches Pferd, denn von Anfang an sind zahlreiche PDS-Genossen, Ex-Mitglieder und Gysi-Sympathisanten dabei. Sogar drei vom PDS-Bundesvorstand beobachten hier das Geschehen. In der Öffentlichkeit wird das allerdings kaum wahrgenommen. Auf Pressekonferenzen präsentiert sich die WASG nach außen als Zusammenschluss enttäuschter Westlinker. Doch in Wirklichkeit ziehen PDSler und deren Vertraute die Strippen. Beispiel Nummer 1. Joachim Bischoff, rund 15 Jahre PDS-Mitglied, PDS-Kandidat für den Bundestag 1998, Mitbegründer der WASG. Heute im Bundesvorstand dieser Partei. Beispiel Nummer 2. Irina Nesceri, jahrelang stark engagiert für die PDS im Duisburger Stadtrat. Heute ist sie die rechte Hand des WASG-Vorstandes. Beispiel Nummer 3. Uwe Hicksch, ehemaliger PDS-Bundestagsabgeordneter und Bundesgeschäftsführer der Partei, ebenfalls treibende Kraft bei der Gründung der WASG. Eine raffinierte Strategie. Die PDS hat ihrer Organisation ein bisschen anderen Namen gegeben, dort, wo es nützlich ist. Und sie hat einige Schmuckwessis einverleibt. Zum Beispiel Politprofi Lafontaine. Er kann sich auf Hintermänner verlassen. Besonders nützlich der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Axel Trost. Verfechter sozialistischer Arbeitsmarktpolitik, jahrelang enger Vertrauter von PDS-Größen, aktiv im Wahlkampf der PDS Sachsen 2002. Heute einer der Großen in der WASG. Er bestimmt inhaltlich und finanziell deren Kurs. Trost ist auch verantwortlich für die Finanzausstattung der WASG in Nordrhein-Westfalen. 75.000 Euro hat er beschafft für den dortigen Landtagswahlkampf. Zitat aus dem Rechenschaftsbericht der WASG-Schatzmeisterin: Es war fantastisch, ich brauchte nur anzurufen. Die dunkle Seite, die Herkunft der Gelder ist ungeklärt. Nicht mal die NRW-Schatzmeisterin weiß, woher sie stammen. So steht es in internen WASG-Protokollen. Wir konfrontieren ihn mit der Frage, woher die Gelder kommen. Das sind keine geheimnisvollen Quellen, sondern alles Einzelpersonen, die als Gewerkschaftssekretäre, als Professoren oder sonstiges eben auch tätig sind. Es steht weiterhin die Vermutung im Raum, dass diese Gelder von der PDS kommen. Da sind mehrere Leute daran beteiligt, die sehr, sehr enge Verbindungen zur PDS haben. Auf dem Parteitag vor 2 Tagen spielte dieses undurchsichtige Finanzgebaren natürlich keine Rolle. Stattdessen wurde siegestrunken die angeblich neue linke Kraft von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern beschworen. Ganz anders das Fazit der WASGler, die nie zum PDS-Milieu gehört haben. Die PDS hat ihr Ziel erreicht, eigentlich, ja. Die konnten eigentlich zufrieden sich auf die Schultern klopfen. Die haben ihr Ziel erreicht. Die sind jetzt wieder drin. Das, was sie lange wollten, das, was ihnen nicht gelungen ist, ist ihnen mit der Blutauffrischung der WASG prima gelungen. Man kann das nicht anders sagen. Das ist ein Betrug gewesen. Also die PDS sollte im Westen durch die Hintertür wählbar gemacht werden. Damit ist der Weg frei. Frei für kommunistische Eliten in Ost wie West. Auf den Kandidatenlisten der Linkspartei tummeln sich ein gutes Dutzend Mitglieder der als extremistisch eingestuften DKP. Doch das ist nicht alles. Mindestens 9 Kandidaten sind nachweislich belastet mit Stasi-Vergangenheit.
Beispiele. Heiner Fink als Rektor der Ostberliner Humboldt-Universität gefeuert wegen seiner Stasi-Tätigkeit. Rolf Kutzmutz hatte weit über 20 Jahre Kontakte mit der Stasi-Truppe. Dieter Dehm bespitzelte früher Freunde und Genossen der Frankfurter SPD. Wenn ich Namen höre wie Fink und Dehm und Kutzmutz, ich meine, es ist ja wirklich gespenstisch, ja? Dass nun Erneuerungswille angeblich dargetan wird mit Menschen, die tief verstrickt sind in das sozialistische System, das Menschen um ihre Menschen- und Bürgerrechte gebracht hat. Damit ist klar, wer Oskar Lafontaine wählt, wählt auch alte Stasi-Seilschaften. Ein Mann hat wieder eine politische Bühne. Oskar Lafontaine auf dem Gründungsparteitag der Partei Die Linke. Es ist unglaublich, was die Reformchaoten der letzten Jahre angerichtet haben. Die Linke tritt ein für den Generalstreik, für den politischen Streik. Es heißt nicht Freiheit statt Sozialismus, es heißt Freiheit und Sozialismus, besser noch Freiheit durch Sozialismus. Die Berliner Republik hat einen neuen Demagogen. Das ist das Besondere an dem derzeitigen Auftritt von Oskar Lafontaine. Er übertreibt, er spitzt zu, er erzeugt Emotionen und nimmt es mit den Fakten dann nicht unbedingt so genau. Da kann auch ein Papst schon mal zum Kronzeugen der Politik Lafontaines werden. Einen FAZ-Artikel beginnt Lafontaine mit einem Kapitalismus-Zitat von Johannes Paul II. Die menschlichen Defizite dieses Wirtschaftssystems heißen Ausgrenzung, Ausbeutung und Entfremdung. So wird der Papst in Position gebracht für die Abschaffung des Kapitalismus und für Lafontaines Forderung nach Freiheit durch Sozialismus. Dabei hatte gerade Johannes Paul II. Den Sozialismus bekämpft wie kein anderer Papst. Herr Lafontaine ist also gerade deswegen, weil er sich auf diesen Papst beruft, glaube ich, nicht mehr zu retten. Also man muss dann fragen, was hat der Herr für eine Wirklichkeitsauffassung? Dass er gerade diesen Papst sozialismusfreundliche Töne andichtet, halte ich für einen grotesken Missbrauch. Wenn eine solche Autorität in Europa die kapitalistische Entwicklung kritisiert, dann ist es gut zu zitieren, insbesondere in einer Zeitung, die ein konservatives Publikum hat. Es passte halt so schön. Eine Detailkritik wird bedenkenlos aus dem Zusammenhang gerissen. Natürlich, die Päpste haben auch Fehlformen des Kapitalismus immer kritisiert. Aber das bedeutet doch nicht, dass sie prosozialistische Positionen vertreten haben. Sogar ganz im Gegenteil. Zitieren, wie es gerade so passt, das macht Lafontaine auch bei seinen Lieblingsthemen der letzten Woche. Der vorsorgende Sozialstaat und die Rentenpolitik. Der vorsorgende Sozialstaat, welch ein unglaubliches Vokabel. Vorsorgender Sozialstaat, sagen diejenigen, die die Rentenversicherung zerstört haben. Die angebliche Zerstörung des Rentensystems. Als herausragenden Beleg zitiert Lafontaine immer wieder eine Studie der OECD. Zum Beispiel in der FAZ. Die OECD-Statistik ist für uns erschütternd. Die deutschen Rentner haben die niedrigste Rente aller Industriestaaten zu erwarten. Das ist in dieser Studie nie gesagt worden und ist auch von uns in keiner Weise so in der Öffentlichkeit dargestellt worden. Richtig ist, so Quaiser, nur Geringverdiener haben die niedrigste Rente zu erwarten. Doch Lafontaine lässt vor allem das entscheidende Ergebnis der Studie einfach weg. Die guten Noten für die deutsche Rentenpolitik. Da hat Herr Lafontaine meines Wissens noch nie ein Zitat zu diesem Thema gebracht. Wir loben ausführlich und ausdrücklich die deutsche Rentenreform. Eine weitere Lafontaine-Spezialität, Verharmlosung durch Vergleiche, vor allem wenn es um die Schuld der SED geht. Die Linke fühlt sich dem Erbe derer verpflichtet, die als Sozialdemokraten in der DDR eingesperrt waren, wie den Kommunistinnen und Kommunisten, die in der Bundesrepublik Deutschland eingesperrt waren und verfolgt wurden. Beides gehört zusammen und beides muss gesagt werden. In einem Atemzug. Als gäbe es keinen Unterschied zwischen dem systematischen DDR-Unrechtsregime und der Bundesrepublik, die Kommunisten zeitweilig strafrechtlich verfolgte, nachdem das Bundesverfassungsgericht die KPD 1956 verboten hatte. Die politische Verfolgung von Staatsfeinden mit rechtsstaatlichen Mitteln gleichzusetzen mit Mauerntoten,
mit Zuchthaus eingesperrten, mit Sibirien verfrachteten, ist eine, geradezu eine Verhöhnung der Geschichte. Und das ist eine völlig falsche Interpretierung. Man muss schon bei der Sache bleiben, wenn ich sage, wir denken an diejenigen, die in Ost und West wegen ihrer Überzeugung eingesperrt waren. Ist das eine klare Aussage? Er verharmlost das, was in der DDR passiert ist. Und das ist für ihn ein zentrales Instrument seiner politischen Demagogie. Und dann ist da die Legendenbildung. Oskar und der Kosovo-Krieg. Immer wieder hat er die Militarisierung der rot-grünen Politik für seinen Rücktritt verantwortlich gemacht. Aber warum findet man aus seiner Zeit als Kabinettsmitglied keine kritischen Äußerungen dazu? Sie haben sich ja dann später hingestellt und haben rot-grün kritisiert für die Militarisierung der Außenpolitik und haben aber gleichzeitig, als Sie Mitglied dieser Regierung waren, diesen Anträgen zugestimmt. Es ist falsch. Es gab keine Anträge, als ich Mitglied der Regierung war. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Sie sind offensichtlich von meinen politischen Gegnern völlig falsch informiert worden. Es gab zwei Anträge, denen Lafontaine zugestimmt hat. Unter anderem der deutschen Beteiligung an der Luftüberwachung im Kosovo am 13. November 98 und noch mehr. Lafontaine hat gerade als SPD-Vorsitzender kritische Fragen aus den eigenen Reihen der SPD tatsächlich abgeblockt und diese auf die Koalitions- und die Kabinettsdisziplin verpflichtet. Wir haben mit verschiedenen Kabinettsmitgliedern gesprochen, unter anderem auch mit Jürgen Trittin, der sagt... Er ist bekannt dafür, dass er an dieser Stelle notorisch die Unwahrheit sagt. Das sagt er von Ihnen auch? Ja. Oskar Lafontaine. Selektives Erinnern, selektives Zitieren, aber ein uneingeschränktes Bekenntnis zur Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist das Schwerste. Lasst uns alles versuchen, dass diese Glaubwürdigkeit bei allen Fehlern und Irrungen, die unvermeidlich sind, zum Markenzeichen der neuen Linke wird.